Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800 hier im malerischen Sonnenaufgang, wo wir ja letztes Mal beim Thema waren, ob die Sonne im Norden aufgehen kann. Beziehungsweise das war ja jetzt auch nicht ganz der Norden, also ist es glaube ich sogar möglich. Hängt glaube ich immer davon ab, wo wir uns gerade oder beziehungsweise wo die Sonne sich befindet, wenn man von dem. Die wandert ja schließlich bis zum nördlichen Wendekreis über das Jahr und dann wieder runter zum südlichen. Und ich glaube, da ist das doch möglich. Und ja, das soll aber jetzt erstmal nicht das Thema sein dieser Folge. In dieser Folge werden wir natürlich ein bisschen weiter an unserer Stadt bauen. Und ich glaube, so schön es auch aussehen mag, geht es in diesem Spiel nicht um Schönheit, sondern um Effizienz und ich habe schon wieder vergessen, wo die Sonnenposition da. Dankeschön. Nicht um Effizienz, nicht um Schönheit, sondern um Effizienz. Und das finde ich eine feste Sonne, die ist ein bisschen ungewohnt und deswegen stelle ich die mal wieder aus. Also nicht. Keine wandernde Sonne, sondern wie sind die Sonne, wenn man so möchte. Auch mal gut. So, dann haben wir. Stimmt, apropos Anteil kaufen. Ja, die sind nicht im Krieg. Also das ist jetzt quasi eine 2 gegen 1 Partie. Und ich sehe schon. Ah ja, da kommen die Schoner. Also wir müssen uns jetzt so langsam beeilen. Denn langsam, aber sicher wird es spannend. Ich muss zugeben, die letzten Folgen waren auch etwas ruhig. Also ich hatte eigentlich schon mit mehr Gegenwehr, kann man nicht sagen, weil ich ja auch nicht angegriffen habe. Aber trotzdem waren die doch re relativ zurückhaltend, obwohl wir die ja zu zweit sind. Aber gut, viel machen können sie halt auch nicht. Zumindest noch nicht. Das wird sich ja dann ändern. Und ja, ansonsten, wir haben 3500. Ich möchte auf jeden Fall auf die Werft sparen. Die kostet 10.000 Münzen. Deswegen hatte ich auch gerade schon hier ins Kontor geguckt. Einfach, um mal nach ein paar Sachen zu suchen, die man verkaufen könnte. Allerdings haben wir da jetzt nicht so wirklich, was denke ich mal Geld bringen könnte. Und deswegen, ja, werden wir das wohl erstmal durch unsere Bilanz erreichen müssen. Wir haben einen Überschuss von 500 Bauern und 280 Arbeitern. Das heißt, wir können uns noch ein paar Arbeiterhäuser leisten. Die kommen dann hier auch schon direkt hin. Und wir haben auch eine ganze Menge Holz. Unsere Holzfäller leisten hervorragende Arbeit. Mit denen bin ich zufrieden. So, das passt schon besser. Und dann, ja, die Schule können wir bauen. Ach stimmt, die Polizei wollte ich auch noch hinstellen. Hier. Das gute Polizeigebäude. Schön, dass wir hier den Platz dafür gelassen haben. Wir kommen, ja, eventuell muss hier hinten noch irgendwo eine andere hin, weil wir auch nach ganz hier oben expandieren wollen. Aber die Schule, ja, die reicht auf jeden Fall für den Anfang. Und was könnten wir denn noch hier hinsetzen? Das sind 5x3, oder? Ne, 6x3. Da haben wir aber, glaube ich, gerade gar kein Gebäude. Das Rathaus müsste bei den Handwerkern. Das Varieté passt auch nicht. Nee, tatsächlich wäre es nur die Feuerwache. Aber die haben wir ja gerade in der Umgebung. Also passt. Was kostet mich so eine Schule? 2500. Okay, das geht nicht. Da möchte ich gerne. Da möchte ich gerne noch ein bisschen warten. Was kostet mich Schnaps? 100 und 100. Okay. Das ist mir wiederum wert. Damit wir hier eine größere Bilanz bekommen. Also gesagt, getan. Und manchmal stimmt irgendwas nicht mit dem. Na gut, jetzt stimmt gerade sowieso was nicht.
So, jetzt geht's wieder. Da hat sich gerade der VLC Media Player gemeldet. Ich weiß nicht, wann ich ihn das letzte Mal benutzt habe, aber ich habe ihn halt installiert und dann. Sag mal. Kann das so gedruckt Wenn ich werden? jetzt klicke, baut er einzeln. War das schon immer so? Nein, das. Wenn ich doch einmal klicke, dann. Dann kann ich doch eigentlich das, die Fläche ziehen, oder? Seltsam. Das probieren wir gleich nochmal aus. Tatsache. Da. Das haut mich jetzt gerade doch schon so ein bisschen vom Hocker. Oh, 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 oh. Da werden wir direkt mal ein bisschen gegenlenken. Plus 5% ist sogar ganz nett. Also, das muss ich tatsächlich jetzt mal nachgucken. Ich hatte. Das ist mir noch nie vorher aufgefallen, dass ich jemals die. Felder. Doch, natürlich. Ach, ich bin auch doof gerade, glaube ich. Natürlich wissen Ja. Sie, was das Beste ist. Doch, doch, war schon immer so. Okay. Da war ich Sie können mich plötzlich. nicht besänftigen. Da war ich plötzlich ein bisschen irritiert. So, dazu kommt noch ein. Haben wir hier eine Feuerwehr? Die kommt definitiv im Blaupausenmodus hier hin. Effektivität der Zeitung plus 7%. Ach so, haben wir. Ja, Propaganda. Gerade so erreicht. Super. Das heißt, wir kriegen. Ja, theoretisch ein bisschen mehr positive Bilanz. Steht jetzt hier eigentlich irgendwas von wegen. Nee, da steht jetzt nicht, wie viel die Zeitung bringt. Das wird anscheinend direkt drauf gerechnet. Einkommen plus 5%. Ich weiß natürlich auch nicht, wie viel Einfluss jetzt das bedeutet. Also wenn man jetzt hier Effektivität der Zeitung plus 7%, weltweite Effekte durch die Investition von Einfluss gewonnen werden kann. Die Frage ist halt, plus 7% bedeutet wahrscheinlich nicht, dass man eben so einen Artikel wie den jetzt hier, das Konsumverhalten, so einen Propaganda-Artikel da einstellt, der plus 5% gibt und dadurch, dass man eben plus 7% hat, kommen wir da auf 12% an zusätzlichem Einkommen. Das glaube ich nicht. Es muss irgendwie ein anderer Wert sein, weil sonst würde hier wahrscheinlich plus 12% stehen. Aber naja, das werden wir wohl, oder werde ich zumindest nicht in dieser Folge erfahren. Da bin ich schon fast überzeugt von. Der Schnaps geht hoch, das heißt, unser Einkommen geht auch wieder hoch. Super. Wie viele Einwohner? 2729. Und wir haben 7. Das heißt, boah, das gute alte 1x1. 7 mal 6 war was? Jetzt wird's peinlich. 42. Nee, Moment. Doch, 42. Kommt das hin? Ja. Kommt hin. Super. Das heißt, 400. 4200, so rum. 4200 Einwohner können wir jetzt mit unserer derzeitigen Schnapsversorgung zufriedenstellen. Das heißt, wir dürften eigentlich, unser Lager müsste volllaufen. Also wir haben. Oder Moment, 6x6 sind 36, 7x6 sind damit 42. Doch, das kommt hin. Tja, vielleicht muss ich nochmal irgendwann wieder zurück in die. Wann lernt man das einmal eins? Fünfte Klasse? Ah, irgendwie so wahrscheinlich. Muss ich vielleicht nochmal hin. Oder mir einfach hier einen Taschenrechner hinlegen. Hier liegt sogar einer. So. Der gute alte Grafiktaschenrechner, den man in der Schule gelernt hat zu benutzen, aber jetzt in der Uni den nicht mehr benutzen darf, weil es ja ein Grafiktaschenrechner ist. Schulstand gespeichert. Gut. Ach jetzt, Verbrauchersteuer plus 107. Hat sich da vielleicht auch irgendwas aktualisiert? Ne, immer noch plus 5%. Gut, dann ist es halt so.
Oh, das könnten wir mal kurz ausrechnen. Wir haben ein Einkommen von 1100. Moment, 1155 plus 2140 mal 0,05. Das waren da, sind ja die 5%. Huh, da stimmt aber irgendwas nicht. Wenn man 5% von den beiden oberen Werten nimmt, was ja jetzt zusammen 3300 ist, ich habe mit 3295 gerechnet, weil es jetzt auch gerade ein bisschen schwankt, komme ich bei der Verbrauchersteuer auf 164 beziehungsweise gerundet 165. Obwohl halt hier in den Gebäuden steht plus 5%. Also muss es noch irgendwie was anderes geben, was das beeinflusst. Wir haben ja jetzt den Zeitungsartikel, der jetzt nochmal plus durch den Einfluss wird das nochmal um plus 7% angehoben. Also stimmt da irgendwas nicht. Wenn einer von euch weiß, wie sich das zusammensetzt, weil offensichtlich das nicht möglich ist, die... Die... Achso, Moment. Vielleicht, wenn man die... ich rechne jetzt mit 3300 minus königliche Steuern von 118 und dann... Ne, kommt auch nicht hin. Also, wenn jemand von euch weiß, wie das berechnet wird und wie das hier funktioniert mit dem plus 7% Effektivität der Zeitung, dann bin ich sehr, sehr dankbar, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Apropos Kommentare, die erste Folge ist gestern online gegangen. In 2 Stunden kommt Part 2 und ich wollte mich an dieser Stelle auch schon mal ganz groß bei euch bedanken. Für die vielen, vielen Kommentare, die ihr da noch geschrieben habt und generell wieder die Aktivität auf dem Kanal. Die Klausurenphase ist immer ein bisschen stressig. An meiner Uni gibt es so gut wie keine Semesterferien. Ich habe jetzt 2 Wochen frei und dann gehen die Vorlesungen wieder los. Und ja, über die Klausurenphase hinweg kann ich schlecht oder möchte ich nicht Videos produzieren, weil ich dann eben weiß, dass ich nicht so spiele, wie wenn ich quasi keinen Stress habe. So. Und das ist aber, also gerade ist es nicht der Fall, dass ich Stress habe, also spiele ich das Anno super gerne. Es ist natürlich auch ein Spiel, was ziemlich viel Zeit beansprucht. Und vor allem, wenn man dann auch nebenbei auf YouTube das dann Ganze noch hochlädt, mit Schneiden, Rendern. Und ich habe jetzt schon wieder so viel gequatscht, dass wir gleich die 10.000 erreicht haben. Uns trennen nur noch 400 Goldmünzen und die werden wir wahrscheinlich auch gleich sammeln. Wir haben nichts gemacht, offiziell gar nichts, außer 2 weitere Schnapsbrennereien gebaut, aber was ich eigentlich auch mal machen könnte, ach nee, Moment, das, egal, brauchen wir eigentlich. Gehen wir mal verkaufen. Ja, ich denke mal für einen halben Preis, also kriegen wir da vielleicht 500 Goldmünzen raus. Aber wenn wir die Schoner haben, dann werden wir wieder ein bisschen Geld kriegen. 80 Segel haben wir und es ist soweit. 10.000, dann her mit der Werft. Und ich baue auch sofort ganz, ganz viele Schoner. 4 Stück kann ich in Auftrag geben. Alle 3 Minuten, also 2.500 zusätzliches Einkommen, das macht pro Minute, haha, Taschenrechner, Taschenrechner, 833,3. Also können wir uns jetzt vorstellen, dass hier oben nochmal plus 830, ja gut, sagen wir, hier steht 700, dann sind wir bei plus 1500, ein bisschen drüber noch. Und es wird schon wieder dunkel, aber ich stelle das jetzt aus, weil nervt leider ein bisschen. Und pausieren bitte. So, 13 Uhr Mittagszeit, da haben die meisten Mittagspause, also nimmt es mir glaube ich niemand übel, wenn ich da jetzt auf, auf Pause drücke. Und wir haben hier 50, 100 Tonnen. Alles im Namen ihrer und, nee, oh, 4 sogar nur, das ist ja frech.
Der ist ja ein ganz schöner Kapitalist. Für 10 verkauft er und für 4 können wir es ihm verkaufen. Naja, gut. Dann ist es wohl so. Und jetzt haben wir erstmal ein bisschen Geld, aber auch kein großes Projekt, was wir jetzt unbedingt noch bauen wollen. Ich würde natürlich gerne noch, genau das mache ich jetzt auch sofort, die Kanonengießerei. Und ich habe zwei Köhlerhütten auch schon stehen, beide auf 100%, hervorragend. Dann kommt jetzt auch direkt noch der zweite Hochofen dahin. Und wenn das Geld es dann zulässt, haben wir dann bald noch ein zweites Stahlwerk, mit dem wir dann ganz viel oder doppelt so schnell Stahl produzieren und Kanonen kriegen wir dann jetzt auch. Also dann haben wir auch bald die Möglichkeit, Fregatten, Linienschiffe, wobei das dauert, glaube ich, noch ein bisschen, aber zumindest die Fregatten, für die wir Handwerker brauchen, die wir dann, ja, das werden wir jetzt auch machen. Ich hatte hier hatte ich Getreide, aber hier ist kein Platz. Oder ist hier Platz? Der einzige Sinn dieser Insel ist eigentlich die Eisenmine und die Steinkohlemine. Und so ein Getreidefeld ist leider auch ziemlich groß. Also wenn wir das mal hier hinstellen. 144 Felder. Ah, es geht. Sagen wir brauchen 4 Stück. 4 ist, denke ich mal, erstmal für den Anfang in Ordnung. Dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Super, dann sparen wir uns das also auf der Hauptinsel. Dann haben wir da noch Platz für was auch immer. Blöd ist natürlich dann, wenn die... Schiff vom Stapel gelaufen. Wenn die KI-Gegner so stark werden, dass unsere Handelsroute dann nicht mehr funktioniert. Zur Stelle. So, warum schießt du nicht? Ach so. Du kannst mich gar nicht angreifen anscheinend. Das ist super. Dann kann ich dich einfach verkaufen fahren. Ohne angegriffen zu werden. Traumhaft. Und er hier hat schon eine ganze Menge Schiffe. Und ich bin am Überlegen. Also wir haben die Möglichkeit, Kanonenboote zu bauen. 3 Stück könnten wir jetzt sofort bauen. Mit der Menge an Kanonen, die wir im Lager haben. Ich weiß gerade nicht, wie viel eine Fregatte. Ich glaube, das waren 20 Kanonen, 15, ich glaube 15 Kanonen oder so. Vielleicht spare ich mir sie für die auch lieber, weil wenn wir dann erstmal Fregatten haben, dann können wir die einfach hier hinstellen und schon haben wir die Handelsroute gekappt. Natürlich müssen wir dann aufpassen, dass der nicht irgendwann auch anfängt. Ja, da sieht man es nämlich schon. Zwei Kanonengießereien. Und das geht natürlich nicht. Also, wir haben die Möglichkeit, ein weiteres Stahlwerk zu bauen. Jetzt bin ich aber gerade sogar am Überlegen, ob ich nicht vielleicht schon die nächste Kanonengießerei hinsetze. Einfach, um da auch nicht zurückzufallen. Wir haben eine Dauer von 1 Minute 30. Das heißt, ich kann mit einem Hochofen 3 Kanonengießereien versorgen. Dann machen wir das jetzt auch. Also, hier kommst du noch hin. Und für dich reicht das Geld sogar auch noch. Da muss ich jetzt aber überlegen. Wir haben 2 Kanonengießereien und 2 Stahlwerke auf 2 Hochöfen. Geht sich das aus? Wir würden alle 15 Sekunden eine Tonne Stahl produzieren. Die beiden Kanonengießereien verbrauchen alle 45 Sekunden im Schnitt sag schon, einen Stahl, eine Tonne Stahl. Und so ein Stahlwerk, das verbraucht alle 45 Sekunden. Das heißt, da werden wir alle 22,5 Sekunden Stahl verbrauchen. Ja gut, jetzt 22,5 auf 45.
Stapel gelaufen. Nee, doch, das geht. Ich glaube, ja komm, wir bauen und beobachten das einfach. Nicht so lange überlegen hier. Fertig ist es. Gut, dann haben wir jetzt auch zwei Kanonengießereien. Dann müssen wir natürlich noch darauf achten, dass wir auch Segel dann am Ende genügend haben. Und du kannst direkt verkauft werden. 2500. Da kommt schon der nächste. Solange die KI-Gegner hier noch keine Kriegsschiffe haben, da ist aber eins. Kann man auch direkt eskortieren dann. Gut. Ja, damit werden wir also erstmal unsere Bilanz oder unser Einkommen erhöhen. Warum genau? Achso, war das jetzt so teuer hier? Ja, tatsächlich. Minus 15, das muss jetzt aber wirklich... Naja, minus 200, minus 150, also da gerade haben wir 300, minus 450. Alleine an dieser Stelle hier gemacht und die läuft auch. Okay, dann sind wir schon bei minus 550, aber so what? Zur Not verkaufen wir auch noch die Kanonen. Das geht sich dann alles aus. Okay, dann widmen wir uns nochmal eben hier dem Getreide. Was wir ja auch bald brauchen, wenn wir Fregatten bauen wollen. Denn da brauchen wir den einen, alles entscheidenden Handwerker. Gut, also 4 Stück. Bist du überlastet? Nein, du bist überhaupt nicht überlastet. Dann kann ich eigentlich auch schon mal hier euch bauen. Wie viel Unterhalt wollt ihr denn haben? Minus 20, gut, dann sind wir direkt bei plus minus 0, so muss das. Hä? Moment, ich kann mich verschulden? Was ist denn da jetzt gerade passiert? Hä? Das ist ja höchst interessant. Was war? Warum sind wir jetzt bei minus 1600? Ein Tropfen auf den heißen Stein. Also das ist jetzt, da habe ich jetzt nicht mehr hingeguckt, aber ich hätte schwören können, wir wären bei 3000, bei 3000 Goldmünzen und 500 pro Betrieb, das macht 2000. Also das ist ja extrem spannend, was da jetzt gerade passiert ist, das werde ich mir auf jeden Fall, in der, beim Videoschneiden nochmal anschauen. Oder habe ich mich da jetzt verguckt? Was ist das eigentlich? Kartoffeln, okay. Höchst interessant, okay. Naja, gut. So, hier fehlt jetzt noch ein Schiff. Wie viele Segel haben wir? 59. Ja, da müssen wir jetzt eigentlich auch noch mal hinterher rennen. Und zwar die Segelproduktion auch nochmal erhöhen. Denn die ist auch nochmal wichtig. So. Okay, also es war jetzt nicht schlimm, dass wir da jetzt bei minus 1600 gelandet sind, aber hat mich dann doch kurz stutzig gemacht. Ach interessant, Kartoffeln sind mehr wert als Holz. Ja, stimmt, eigentlich schon. Moment. Wir haben doch bestimmt ein paar Kartoffeln übrig. Nee. Nix, was sich lohnen würde. Okay. Wie sieht's bei euch denn aus? Habt ihr schon die haben schon Handwerker. Zumindest der Admiral. Und sie aber noch nicht. Dann müssen wir uns jetzt echt ranhalten. So, du bist auch fertig. Tschüss. Wenn sie sich jetzt dranhalten, Lieferaufgabe. Auch 4800. Ja, gib gleich mal her den Kram. Liefern sie 27 Tonnen Ziegelsteine. Super. Machen wir das sofort, denn dann haben wir hier nochmal ein bisschen mehr Geld und uns fehlt noch Seife und Brot. Für Brot haben wir jetzt schon
4 Betriebe hier Getreidefarm aufgestellt. Und wie sieht's mit Fleisch aus? Oh, geht so, würde ich mal sagen. Okay, also dann erstmal Baumenü. Und ja, wir könnten natürlich jetzt. Ja, wir bauen mal schon mal provisorisch die Seifenproduktion. Da oben ist definitiv kein Platz. Das Stück muss weg. Okay, dann haben wir also ein hier, zwei da und noch ein hier. Alright. Das reicht für... Ja, das reicht, glaube ich. Wir haben... Wie viel Geld brauchen wir? 1000 für die zwei. 2000. 2500. Super. Damit haben wir dann unsere... unsere Seifenproduktion. Und wir brauchen nochmal ein bisschen Ziegel. 30 Tonnen nehme ich mit. Dann sind wir da auf der sicheren Seite. Ich glaube 27 waren es dann, ja? Ja. 27. Okay, und du hast mir anscheinend noch nicht den Krieg erklärt. Ja. Haben wir Segel übrig? Haben wir super. Oh, aber keine Arbeiter mehr. Dann brauchen wir schnell Nachschub. So, passt. Hervorragend. Okay, das ist doch schon mal sehr, sehr erfolgreich jetzt gewesen. Jetzt haben wir immerhin eine feste Einnahme. Gut, fest ist auch relativ, aber eine gute Einnahmequelle auf jeden Fall. Wir haben eine gute Kanonenproduktion. Da haben wir jetzt auch schon 10 Tonnen über die Zeit jetzt produziert. Und noch sieht alles in Ordnung aus. Ja, Stahl ist auch noch vorhanden. Super, das heißt, gerade reicht das. Ich werde das vielleicht auch nochmal gleich nachrechnen. Wie das denn dann am besten, wenn alles auf 100% läuft. Oh, 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 oh. So. Und... Sind Sie soweit? Ja, da haben wir schon direkt die 5000 und du wirst auch noch direkt verkauft. Ups. Ich biete Ihnen... Hervorragend. Alles im Namen Ihrer Majestät. So, dann fahren wir da jetzt auch zurück und wir haben wieder 7500. Dann werde ich direkt die Schule bauen. Eigentlich wollte ich schon seit 5 Minuten den Part beenden, aber ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ja, das ist suboptimal, da ich hier keine Feuerwehr habe. So, jetzt aber schnell. Wo ist denn die letzte? Die nächste, nicht die letzte. Da oben, glaube ich. Gut, die kommt da, käme da fast ran. Tja, dann müssen wir kurz warten. Wir haben zum Glück eine Überproduktion an Schnaps. Das heißt, das geht nicht sofort wieder runter. Hier ist schon wieder Katastrophe im Bereich Logistik. Kommt direkt das nächste Haus hin. Und wir müssen jetzt erstmal... Gut, die Schule baue ich als letztes. Da ist es mir wichtiger, Brot vorher zu produzieren. Und... Apropos Brot, wir brauchen noch eine... Oh, wir könnten die Mühle natürlich... Ja, das mache ich auch. Das mache ich auch. Dann kommt hier eine Mühle hin. Nee, das ist blöd. Wir brauchen zwei Mühlen. Wir haben auf jeden Fall die Arbeiterkraft dafür übrig. So. Das ist jetzt nämlich insofern gut, weil wir damit die Waren, die ins Konto eingeliefert werden, halbieren, weil jetzt nur noch zwei Mehl dahin bringen. So, vorher waren es jetzt 4 Karren, die Weizen dahin gebracht haben. Und dann kann jetzt unser Handelsschiff auch noch in die zweite Ladekammer vielleicht was mitnehmen. Und ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge stehen die Handwerker schon an. Und dich schicke ich schon mal auf Tour und du eskortierst das natürlich. So. Alright. Dann würde ich sagen, war es doch erstmal eine sehr erfolgreiche Folge.
Und dann bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.